Hallöchen, liebe Waifus und Hass, Windows, der mir so mag. Ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen. Zu. Ja, ein bisschen gerade. Moment, ist ein bisschen gerade turbulent, weil ich möchte den Pegel etwas. Ja, lindern, weil. Ja, in den letzten Parts allgemein von den Videos, die ich so gemacht habe, die ich produziert habe, war sehr viel Übersteuerung drin und das tut mir wirklich leid. Aber jetzt haben wir ja wieder mal eine Chance. Zusammen hocken wir jetzt uns hier hin und ich würde sagen, wir machen weiter mit Privateinsatz Anime. Genau, so hieß das Ganze. Und mal eine Sache gleich vorneweg. Es ist kein Anime, aber ich möchte es einfach ganz kurz nur erwähnt haben oder beziehungsweise vorstellen, weil es vielleicht den einen oder anderen interessieren könnte. Und zwar, ich habe mir ein Album geholt von einer japanischen jungen Dame, nehme ich an, oder Band. Ich habe da noch gar nicht so recherchiert. Diese Band heißt Synchronicity, kann das sein? Oder so kann natürlich auch das Album heißen. Ja, ich bin super im Recherchieren, hab's aber natürlich nicht gemacht. Ist ja klar. Ja, ich glaube, so heißt das Album nur. Synchronicity. Und ich fand das Cover so geil. Kann man es erkennen? Ich denke schon. Es sieht aus, wie als hätte ich es gezeichnet. Sind wir ehrlich? Es sieht aus, als hätte ich es gezeichnet. Also gut, ich kann bei weitem noch nicht so zeichnen, aber hey. Ist halt einfach scheinbar irgendwie von einem der Leute dort, von den Bandleuten, hoppala, selber gezeichnet. Fand es ganz witzig. Was kann man darüber sagen? Es ist eine, ich habe das neulich von Henrik geschickt bekommen mal, und er hat so gemeint, oh, guck mal, hör dir das Ganze mal an, das ist richtig schön, ja, easygoing, ja, so richtig schön, zum Abschalten, richtig schöne, ruhige Pop, J-Pop-Musik. Und da habe ich mir das mal gegeben und das ist ja sowas von gut. Also es hat mich richtig begeistert. Ich habe dann daraufhin auf YouTube erstmal die Alben hoch und runter gehört. Und da habe ich mir gedacht, okay, wisst ihr was, jetzt will ich mir mal eine kaufen. Die Hoa. Na egal. Ich sehe heute sowieso wieder aus wie ein Pilz. Oh. Ja. Synchronicity, einfach mal Empfehlung raushauen. Ich schreibe es unten auch mal in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das auf YouTube ja mal anhören. Ich wollte es einfach nur erwähnt haben, weil ich wollte jetzt keine extra Privateinsatz-CDs oder sowas machen, weil, ja, so alt lohnt sich das nicht. Okay, bevor wir zu den guten Sachen kommen, kommen wir jetzt erstmal zu den schlimmen Sachen. Oh Gott, zu den schlimmen Sachen. Vielleicht hat der eine oder andere von euch den Livestream mitgekriegt, wo Simon auch da war. Da haben wir uns zusammen, ja, ein bisschen über ADV hieß es, glaube ich, lustig gemacht. Das ist diese, ja, das ist eine englische Firma, die eben halt Hentai produziert. Also nicht produziert, sondern einfach released. Und dementsprechend sehr lustige Titel hat und ja, einfach mal alles durcheinander würfelt. Also eben quasi wie Trimax. Wir haben ja sowieso die Befürchtung oder Vermutung, dass Trimax und ADV-Films irgendwie dasselbe sind. Oder zumindest gleich dumm. Und da hatte ich es mit Simon über einen Hentai, an den ich mich noch ganz, ganz dunkel erinnern konnte. Und zwar Warrior Senshi, Sex Warrior Senshi Pudding-san oder so heißt es auf Japanisch. Und ja, auf Deutsch heißt das Ganze Schutzpatron Pudding. Und was soll ich sagen? Ich kann euch das hinten jetzt nicht zeigen, aber so sieht das Ganze aus. Ich habe mir das für 3 Euro ersteigert. Und ja, ich war erstmal positiv eingestellt, weil das Ganze hier hat 111 Minuten und dann dachte ich mir, oh, ja, wenn ihr vielleicht das von Flo gesehen habt, er musste mal als Strafe sozusagen eine Hentai-DVD angucken.
Auch ebenfalls von Trimax, und die haben ja quasi 6 oder 7 Episoden, die sie da hinterher eigentlich hatte, genommen und quasi glaube ich, in einen Film reingepackt, innerhalb von, ich glaube, 1:30 oder so. Und das war ein totales Chaos und es hat vorne und hinten nicht gepasst und grausam. Und da habe ich mir gedacht, oh Gott, ist es dann hier bei Schutzpatron Pudding auch? Aber dann habe ich gesehen, okay, 111 Minuten, das Ding hat 3 Episoden, es gibt einen Bonusfilm, der ist dann wahrscheinlich genauso groß wie eine normale Episode. Läuft. Habe ich dann gedacht, okay, bin ich mal guter Dinge, gekauft, angesehen, und was uns da erwartet hat, oh boy, was uns da erwartet hat, das seht ihr irgendwann in einer kein Anime-Review mit dem Simon und mir. Mhm. Das kommt auf jeden Fall noch. Sag mal erstmal so, ich habe zu blauäugig und viel zu positiv gedacht. Trimax ist nach wie vor die unterste Schublade. Wow. Okay, egal. Aber auf jeden Fall ist es da. Yay. Ist auch so typisch. Es ist gerade so. Ohne Scheiß, wenn ihr euch das mal anguckt. Warte mal. Wenn ihr euch das mal anguckt, da steht Trimax.de drauf, da steht die Bestellnummer drauf, dass die Qualität oben ist, die wirkt als, ich weiß noch, die Leute, die das, die quasi in dieser Zeit aufgewachsen sind, wo man sich die CDs so selber gebrannt hat und gab es immer so, so von wie hieß das nochmal, Nero Burning Rom oder so, gab es ganze Editoren, wo du dann deine das Design machen konntest für die CD, also sprich, du konntest es dann ausdrucken und draufkleben, hat sich leider in den CD-Spielern meistens immer dann so angehört, die ganze Zeit, während du was gehört hast, hat es die ganze Zeit gemacht, weil es halt eben auf dieser, auf diesem Papier, was man drauf oben drauf geklebt hat, eben halt sich blöd angehört hat. Aber so sieht es echt aus, das sieht aus, es hätte von mir stammen können, da brauchst du nicht viel Skill. Das sieht aber auch irgendwie total gefälscht aus, ne? Es ist halt echt, die haben sich da echt null Mühe gegeben, aber Trimax ist halt, it's porn. Ja, so nach dem Motto. Auf jeden Fall sehr interessant. So, dann kommen wir zu einer weiteren DVD. Also das sind übrigens neue Sachen, ne? Also die alten Sachen haben wir ja alle schon jetzt geklärt, die sind fertig. Wir kommen nun zu den neueren Sachen. Und ja, eigentlich zu einer neueren Sache und doch ist es eine ältere Sache. Und zwar die Perfect Collection ab 12 ist ja tatsächlich was Deutsches. Mhm. Ab und zu von ACOG. Mhm. Hat nichts mit dem Cock zu tun an sich, sondern oh Gott, was hieß das Ganze nochmal übersetzt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Was hieß denn ACOG nochmal übersetzt? Egal. Pioneer und ACOG ACOG war in Deutschland halt so eine Firma, die halt DVDs gemacht hat, so wie heute Kase. Ja, gab's halt, und da gab's auch Kataloge, wo man sich Zeugs bestellen konnte, so, ja, irgendwie vermisse ich die Zeit, auch wenn ich es nie gemacht habe, aber allein diese Kataloge, wo dann, sowas hast du heute eigentlich nur noch mit einem EMP, wo du dann diesen EMP-Katalog hast, wo es dann diese Anime-Sachen gibt ab und zu, diese Abteilung, aber ja, ich weiß nicht, ich vermisse es ein bisschen. Ich glaube, ACOG existiert, glaube ich, auch nicht mehr. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, jetzt halt doch mal die Lab und sag uns, was du gekauft hast. Ja, es sieht ungefähr so aus, innen drin. Und ihr könnt es schon lesen. Das ist die Perfect Collection. Alle 6 Episoden. Runtime. Circa 180 Minuten. Ja, okay, gut. Passt. Und zwar von Moldiver. Das ist was, wo bestimmt auch älteren Abonnenten was sagt, auf jeden Fall. Sieht ein bisschen aus wie. Nach was sieht's denn aus? Eigentlich witzigerweise nach diesem Hentai, den ich euch gerade gezeigt habe, nach diesem Senshi-Pudding. Das sieht halt ein bisschen nach Power Rangers und ein bisschen nach Magical Girl aus. Wir mischen das einfach zusammen und dann geht's auf Reisen. So wirkt für mich Moldiver. Und ja, ich habe mir Moldiver deswegen geholt, weil, ohne Scheiß,
Ich hatte mal ein Wallpaper davon und ich fand das so cool. Und habe mir gedacht, okay, ich will das mal sehen. Und dann habe ich es mir versucht, mal im Internet anzuschauen und habe es nirgendwo gefunden. Oder alle Sourcen waren irgendwie down, wenn man sie angeklickt hat. Also, dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, Mensch, irgendwo muss es das doch geben. Und dann gab es es zu horrenden Preisen, wo ich gedacht habe, alter Schwede, ja, es sind 6 Episoden. Wer gibt denn dafür so viel Kohle aus? Und ja, man merkt schon, die ist ein bisschen, die lässt sich sehr leicht öffnen, die DVD. Ist ein bisschen, ja, sie ist halt gebraucht. Aber in relativ noch gutem Zustand, kann man nichts sagen. Und vor allem, das Geilste ist, hat mich nicht sehr viel Geld gekostet. Also unglaublich wenig Geld. Zu dem Zeitpunkt, wo ich es damals gesucht habe, war es wirklich mörderviel. Aber ich muss sagen, das hier war jetzt nicht so teuer. Ich versuche es für euch nochmal zu finden. Vielleicht hat es im Moment ja gerade den Wert verloren. Oder vielleicht wird es gerade nicht mehr so gehypt und gesucht. Wobei, ja, gehypt kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Manchmal weiß man einfach nicht, warum die Dinger auf einmal teuer sind und warum nicht. Und warum manche das für 500.000, 360 Millionen verkaufen und manche für 4,50 Euro. Beides im selben Zustand. Man versteht es manchmal nicht. Leute, die auf Amazon einkaufen, vor allem, wissen, was ich meine. Ist so quasi so Sammlerstück für 50 Euro und du denkst dir so, okay, was hat das Besonderes an sich? Nix, das ist einfach nur der Band. Und dann guckst du neben dran, denkst dir, neu, original, verpackt, 7 Euro. Egal. So, dann habe ich noch ein Highlight und zwar der Don hat es mal gepostet in Facebook und mir ist das aufgefallen und mir ist das, ich fand das Cover sowas von erotisch und ansprechend, dass ich mir gedacht habe, oh Gott, ja, bitte, bitte, kauf's dir einfach, du wirst es so nie wieder kriegen. Alle 39 Episoden von Nadia and the Secret of Blue Water und zwar von Sentai Filmworks. Auf Englisch. Ja, wie ihr vielleicht schon wisst, ich habe kein Problem, mir etwas auf Englisch zu kaufen, weil. Also, ich zeig's euch erstmal. Ein wunderschönes Cover. Ein absolut wunderschönes Cover. Ich hoffe, die Kamera nimmt das einigermaßen auf. Ein wirklich wunderschönes Cover. Natürlich vom Zeichner von Neon Genesis Evangelion. Dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Oh, wow. Sadamoto, danke. Hat hier das Cover gezeichnet. Es ist halt sehr Manga-Style-mäßig, aber es ist so gut. Ich liebe es. Und ich weiß nicht, die Box macht einfach was. Die macht einfach was her. Die ist simpel und die nimmt vor allem nicht so viel Platz weg. Das heißt, man kann die halt reinstellen. Und das sind halt keine Ahnung, 12 DVDs oder was es auf Deutsch gibt, ne? Das sind 12 DVDs, die teilweise sackenteuer sind. Und ja, und ich habe einfach sowas. Das ist. Also, wenn ihr das vielleicht sehen wollt, es ist relativ unspektakulär, wenn man es aufmacht, aber es geht ja wie gesagt, meiner Meinung nach immer noch um den Inhalt und der ist wirklich top. Hier hast du die ganzen, kann man das sehen? Hier hast du einfach die ganzen DVDs. Und gut ist. Und gut ist. Deswegen kaufe ich es doch. Ich brauche doch jetzt nicht noch irgendwelches. Okay, man kann natürlich damit argumentieren, es ist recht teuer, ja. Also ich glaube 50 Euro hat es. Warte, jetzt will es nicht mal richtig zugehen. Jetzt hat. 50 Euro hat es mich, glaube ich, gekostet. Oder 40, 40 waren es, glaube ich, eher. Ist natürlich ein Geld. Aber wenn man überlegt, wenn du die deutschen Sachen kaufst, da teilweise teurer davon kommst. Da war das für mich nicht allzu schwer, der Gedanke. Es kann natürlich sein, dass es, wenn jetzt genau, jetzt, wo dieses Video bei euch ankommt, dass es jetzt vielleicht wieder günstiger ist oder so. Da kann man halt nicht mit rechnen. Natürlich, muss ich so sagen, ist natürlich die deutsche Synchro ein Stück weit Nostalgie. Aber ich muss sagen, als Kind, Nadja, habe ich zwar angeschaut, aber ich habe es irgendwie nicht so realisiert. Es gibt andere Serien, wo ich heute sage, oh wow. Die Nostalgie kommt wieder zu mir, wenn ich diese Synchro höre. Aber bei Nadja war das irgendwie nicht so der Fall. Also, das habe ich neulich auch erst wieder mal ein paar Folgen auf YouTube entdeckt und geschaut. Und ich musste sagen,
da rührt sich bei mir irgendwie nichts. Das ist einfach, weiß nicht, ich habe das als Kind, glaube ich, einfach so hingenommen. Ich habe es einfach geguckt. Ich glaube, ich fand das nie so wirklich Bombe. Also als Kind findet man so Sachen wie Pokémon oder so halt irgendwie geiler, interessanter, weil es ja auf einen daraufhin gearbeitet wurde. Es wird ja für Kinder produziert. Aber Nadja war eben halt sehr Jules Verne-lastig und irgendwie habe ich so das Gefühl, Jules Verne ist eher was für, zumindest nicht so was für Kinder, auch wenn es jetzt bei weitem nichts Brutales oder so ist. Aber ja, Nadja war, ja, na, es war halt sehr Jules Verne-lastig und das geht halt vor allem viel um Abenteuer und Reisen und Technik und Politik. Ja, gut, jetzt wollen wir mal nicht übertreiben mit Politik, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also, ja, ein Stück Mystery ja auch irgendwo. Gutes altes Secret of Blue Water. Ich wollte es mir holen, ich wollte es endlich mal wieder anschauen und ja, das kann ich jetzt auch, weil, wie gesagt, mir macht es nichts aus, mit englischen Untertiteln zu lesen, weil, sind wir mal ehrlich, ich habe hier weniger für gezahlt oder ich zahle allgemein für diese englischen DVDs weniger als in Deutschland und wir kommen dann viele mit, ja, aber du, ist doch egal, ob die, ob der Dub, der deutsche Dub scheiße ist, du tust die ja unterstützen und schaust dir dann halt einfach die deutschen Untertitel an und hörst auf Japanisch. Ja, aber das ist halt der Punkt, ich zahle halt nicht für einen Dub, der mir einfach nicht gefällt. Dafür zahle ich nicht, das sehe ich nicht ein. Dann kann ich mir eben genauso gut den englischen Dub antun, was ich eh nicht mache, weil ich schaue Japanisch mit englischen Untertiteln anstatt mit deutschen, aber ich komme wesentlich günstiger davon. Also das heißt, ja, sorry, aber nee, einfach nee, das ist einfach, das ist sowas, wo ich da nicht einsehe, wer der englischen Sprache bewandert ist. Also, wer natürlich kein Englisch kann oder extrem schlecht Englisch kann, das ist halt bitter, meiner Meinung nach. Aber okay. Zum Beispiel, wenn man das hier in Deutsch kaufen würde, dann hätte man gut Geld los, sage ich euch. Gut Geld. Vor allem, ich glaube, 6 und 7 von den DVDs. Das ist, glaube ich, richtig sackenteuer. Und da ist noch nicht mal ein geiler Schuber dabei. So, weil das, was ich hier nämlich jetzt habe, ist auch ein englisches Produkt. Und das habe ich komplett. Ohne Scheiß. Alles. Alles. Mit Schuber. Alle 7 DVDs. Und ich prahle ja nicht gerne. Aber mit dem Preis, ich poste euch irgendwo, hau ich euch das jetzt nochmal als Beweisbild rein. Ich habe es selber kaum geglaubt. Ich dachte erst, okay, bestellst es mal. Wahrscheinlich ist es der Schuber und irgendeine oder zwei DVDs sind da dabei. Für 11 Euro. 11 Euro irgendwas. Insgesamt 11 Euro ausgegeben. Für was, was glaube ich, auf Deutsch einen Wert von an die 80 Euro hat. Wenn nicht sogar mehr. Und ich glaube, wir hatten auf Deutsch noch nie mal einen Schuber. Also, es geht um Final Fantasy Unlimited. 11 Euro. Ihr seht 11 Euro. Die DVDs funktionieren alle. Sind alle drin. Und ich zeige euch gleich noch, was ich an diesen DVDs an sich noch so unglaublich geil finde. Also erstmal schauen wir uns diesen Schuber an, ja. Der Schuber ist, der leuchtet so ein bisschen, der glänzt so ein bisschen, ihr seht es. Also ist ein richtig schönes Ding. Also, da kann man einfach nichts sagen. Das ist ein richtig wertiger, vor allem ist ein richtig schöner, wertiger, harter Schuber. Der ist richtig, der hat Qualität, Leute. Das ist der Hammer. Und jetzt hol ich die ganzen DVDs mal raus. Und ihr hört es, warte mal. Vielleicht kann man es sehen, hören. Das ist ein richtig stabiles Ding. Das ist super, sowas ist so selten, kriegst du zum größten Teil heute nur noch so wirklich ein bisschen härteres Papier. Und ich vermisse diese alten, dicken, schönen Schuber. Meine Güte, da könnte ich mich jedes Mal drüber aufregen. Also wenn ihr einen Schuber macht, dann macht einen Schuber, der nicht innerhalb von, keine Ahnung, ein paar Monaten schon die ersten Risse bekommt, einfach wegen Lagerung. Das geht nicht.
Das ist einfach, finde ich, unbeschreiblich, wenn man sowas machen kann. Okay. Ja, ich zeige euch einfach mal hier. So sehen die ganzen DVDs aus. Das sind sie alle. Ja, so Final Fantasy Unlimited. Wird es auch eine Review irgendwann geben. Ich sag's nur so viel. Ich fand's besser als so manch anderer. Mich hat das Ding sehr gut unterhalten. Tatsächlich. Wo viele sagen, es hat doch kaum was mit Final Fantasy zu tun. Ah, ich würde ich jetzt nicht so ganz sagen. Bin ich nicht so ganz zufrieden damit. Der Punkt ist meiner Meinung nach, dass die Leute, als sie das damals gekauft haben, eben halt Final Fantasy VII im Kopf hatten. Ja? Die wollten Final Fantasy VII haben. Und das haben sie nicht bekommen, weil der Anime den Charme eher eines älteren Final Fantasies hat. Ja? Zum Beispiel Final Fantasy VI oder gut, vielleicht jetzt so ein Masterpiece ist es nicht, aber man kann es zum Beispiel halt auch mit 5 oder 4 oder 3, ja, so ungefähr. Also es hat eher einen älteren Charme. Und mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Und was ich auch super geil finde, ich nehme jetzt einfach mal random eins raus. Ich mache die DVD jetzt mal auf. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja. Ich beende dann auch. Ich zeige euch das Ganze nur mal. Gut, das ist jetzt ein bisschen unspektakulär vielleicht. Also erstmal kann man das mal kurz zeigen? Ich falle echt vom Glauben ab bei dieser DVD Collection. Du hast ein Inlay, das nicht langweilig aussieht, in jeder DVD drin. Da ist was drinnen. Du machst es auf und siehst nicht nur weiß oder so, wie es vielleicht heutzutage der Fall ist, gerne mal, zumindest bei Spielen sehr oft, sondern nee, du hast da was drin. Ist kein Must-Have, wie gesagt, es geht um den Inhalt, aber wenn sowas da ist, merkt man halt schon, okay, da steckt ein bisschen Arbeit drin, ne? Und dann gibt es in jeder DVD, ich habe nachgeguckt, gibt es ein Character-File-Bogen. Das ist so ein Papier. Und da steht alles über die Charaktere drin. Über sämtliche Charaktere gibt es hier Erklärungen. Und wenn sie noch so unwichtig sind und vielleicht mal nur in einer Episode vorkommen, egal. Aber die werden hier drin erwähnt und vorgestellt. Und ich finde, das ist so ein... Ja, ich weiß nicht. Ich finde, das eine geile Idee. Das gefällt mir richtig gut. Das ist quasi wie so eine Art Pokédex. gefällt mir richtig gut. Ja, was soll ich sagen? Ich bin begeistert. 11 Euro habe ich dafür ausgegeben. Mother... 11 Euro. Und... Japanese with English Subtitles. Jupp. Oder ich könnte es mir auch auf Englisch anschauen. Aber muss ja nicht, ne? Muss ja nicht. Ich schaue mir es halt wirklich gerne... Ich bin halt, was das angeht, echt so ein Purist, weil... Klar kann man es natürlich auch mal mit Dub anschauen. Aber so ein Film... In seiner echten Sprache. Das ist einfach nochmal was anderes. Weil ich bin zum Beispiel, ich habe neulich eine Szene gesehen aus Breaking Bad mit japanischer Synchro. Und nee, das ist nicht besser. Auf keinen Fall. Klingt natürlich für jemand, der japanische Sprache sehr gerne hört, wie mich, klingt es schon gut oder besser als für andere. Aber es passt nicht so sehr, wie man es jetzt vielleicht erhofft. Das Original ist tatsächlich wirklich wesentlich genialer. Auch wenn ich sagen muss, dass ich die Serie noch nie gesehen habe, so komplett oder so. Geschweige denn irgendwie mal eine Episode. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich habe es nicht so mit Serien. Aber ich habe mal zwischendrin reingeguckt, weil mich einfach so der eine Typ, der Heisenberg, interessiert hat. Und auch seine englische Stimme. Es klingt so geil. Auf Deutsch merkt man schon die eine oder andere Stelle dort dann, okay, ja, es ist halt Synchronsprecherei. So ganz passt dann irgendwie doch nicht. Auch wenn es eine coole Stimme ist und irgendwie geil ist und man hört sie sich gerne an, aber letzten Endes ja. Und auf Japanisch war es eben so, auch eine saucoole Stimme, aber es ist halt einfach nicht das Original. Und ich höre mir so gerne das Original an. Ich glaube, das hat damit echt was zu tun, dass ich damals als Kind auch schon sehr gerne Untertitel gelesen habe. Und zwar, kein Scherz, bei Arte, bei diesem französischen Kanal, gab es manchmal französische Filme mit deutschen Untertiteln.
oder polnische Filme mit deutschen Untertiteln. Und ich habe mir die sehr, sehr gerne angeguckt, weil sie teilweise sehr merkwürdig und bizarr waren. Aber irgendwie hat es mich gefesselt und interessiert. Und so habe ich gelernt, dass mir Untertitel nichts mehr ausmachen, egal in welcher Sprache. Hauptsache, ich verstehe sie. Und jo. Ich merke halt auch gerade, dass ich wahnsinnig viel Geld spare. Man kann es nicht anders sagen. Aber gut, das wäre es mal soweit. Ich hoffe, ich habe den einen oder anderen vielleicht jetzt hier was gezeigt, was vielleicht ganz cool ist. Auf weiteres intensive Eingehen werde ich jetzt hier mal erstmal nicht. Wenn ich eine Review mache, dann habe ich es gesehen und werde dann mich dementsprechend darauf vorbereiten. Und hier möchte ich einfach euch nur die Sachen zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war Privateinsatz Anime. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin der René von der Maison Manga und ich sage ciao, ciao, bye, bye und auf Wiedersehen.